der Eve Findling und stelle jetzt dieses Jahr zum vierten Mal hier in der Galerie Art und Antique aus. Dieses Mal sind hauptsächlich Siebdrucke, aber auch einige Tuschezeichnungen zu sehen. Ich habe über die Sommermonate viel in meinem Skizzenbuch gezeichnet und da ist hier eine Auswahl zu sehen, hauptsächlich Architektur in London, in Brighton, aber auch hier in Stuttgart, im Stuttgarter Westen und in der Stuttgarter Innenstadt. Außerdem eine große Siebdruckarbeit, die Teil der Ausstellung Body Shelter Net im Künstlerhaus war. Hier sind eben auf 24 Monitoren Personen, die vor ihrem Computer sitzen, von dem die Webcam gehackt wurde. Der Titel ist Reality Control und dieser Herr, der da so gemütlich sitzt, hat auf seinem Bildschirm so ein Codefragment, mit dem er eben diese Webcams hacken kann auf seinem Schirm und kann mit den Joysticks dann eben die Kameras kontrollieren. Und drei großformatige Porträts von Rappern, Dr. Dre, Nas und Tupac, wo dann das Thema Zeichnung ein bisschen mit dem Thema Siebdruck verschmilzt, weil es hier eben im Gegensatz jetzt zu der Arbeit Body Shelter Net oder auch zu den Holztafeln, die hier zu sehen sind, eben keine am Computer gezeichneten Grafiken oder Illustrationen sind, sondern eben von Hand gezeichneten Tuschevorlagen. Das sind alles Arbeiten, die sind dann mit einem Tusche, also mit einem Rapidographen gezeichnet. Da gibt es dann hier dieses Porträt von mir, das Selbstporträt, und diese drei Rapper, Tupac, Nas und Dr. Dre, wer sie nicht kennt, eben das Original in Tusche gezeichnet und dann eben in groß quasi im Siebdruck umgesetzt. Der Siebdruckprozess an sich ist sehr technisch und doch sehr handwerklich, und in der Werkstatt selbst ist es so gesehen nicht besonders kreativ, und von daher habe ich dann gesagt, ja, ich zeichne jetzt mal mit Marker großformatig auf Zeitungspapier und schneide mir dann Teile daraus zurecht und mache mir eben so meine Schablonen und lasse diesen ganzen fotografischen Prozess mal komplett weg. So sind hier dann doch auch drei ganz schöne Arbeiten entstanden, die in Bezug auch haben zu den Arbeiten, die letztes Jahr hier zu sehen waren, weil es eben auch Figuren eben sind aus meinem Skizzenbuch, die ich halt dann nochmal anders eben interpretiert umgesetzt habe. Die Ausstellung gesehen und es war ein sehr schöner, gelungener Abend. Wer noch nicht da war, ist natürlich noch herzlich eingeladen. Die Ausstellung geht noch bis zum 9. November und die Finissage findet schon am 8. November statt.